So, Leute, weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, weil ich den Usernamen nicht aussprechen kann, weil es ein sehr komplizierter Name ist mit Buchstaben und alles. Aber @user, so fängt der Name an. Weißt, wer gemeint ist? Vielen Dank dafür. Besser kann eine Folge gar nicht anfangen. Also, Leute, großer dunkler Wald ist es nicht. Der verbotene Wald. Jetzt gucken wir uns den mal von oben an. Ja, doch, das ist, ich hab falsch geguckt. Ich habe in meinen Gedanken war ich jetzt schon im Wald und dachte mir, Mensch, das ist doch gar kein Wald, aber hinten geht's ja weiter. Das wird ja wahrscheinlich dazugehören, ne? Ich weiß, jetzt spiele ich wieder drauf an, auf die Filme und jetzt bin ich wieder der Dude, der irgendwie keinen Plan hat, aber natürlich, das mit dem Filmvergleich, mein Gott, wirkt ein bisschen anders, ne? Wirkt so ein bisschen düsterer und alles, aber mei. Geht los. Und eine Frage habe ich nochmal allgemein in die Runde. Das ist ein Maulwurf? War nicht die Frage. Ich habe hier ja falsch gedrückt. Ich habe hier ja meine Ausrüstung, ne? So, und da habe ich hier dieses Zeichen, ist mir jetzt aufgefallen. Dieses Augensymbol mit einem Pfeil dahinter oder Haus oder was auch immer. Was bedeutet das? Weil ich habe erst gedacht, das ist vielleicht die bestmöglichste oder es gibt eine bessere Ausrüstung. Da klickt man rein und sieht, aha, die ist besser. Deswegen wurde es mir angezeigt in der Übersicht, dass es nicht die beste ist, die ich gerade im Moment anhabe. Aber die hat ja auch so ein Symbol. Das bedeutet, die hat ein Symbol. Auch sagen die, nicht hab's, haben ein Symbol. Und das hat jetzt zum Beispiel kein Symbol. Das ist in dem Fall schlechter. Aber hier habe ich ja eigentlich, was besser ist, also von der Offensive her, als das hier. Sogar ordentlich. Ich komme jetzt nicht drauf, was das für ein Symbol ist, weil es ja auch nirgendwo steht. Was heißt denn das? Was ist denn das? Vielleicht weiß es einer. Ich wüsste auch nicht, wie ich das jetzt suchen soll. Naja. Oder dass wir da das Erscheinungsbild geändert haben. Das würde das Auge erklären. Mein Gott, jetzt muss ich das erstmal aufbauen hier, die Welt. So, aber jetzt, Leute, was wir in den trüben Augen des letzten Mal nicht gesehen haben, ist, da ist ein Spinnennetz auf der Minimap. Sieht man das? Ja. Naja, so halbwegs. Guck mal da hin. Es wird wahrscheinlich Spinnen sein, ne? Oh ja. Große, dicke Spinnenansammlung wahrscheinlich. Was ist denn da los? Naja. Wieso hat er jetzt wieder nicht getroffen? Da ist Spinnen. Und du da unten? Geht immer noch nicht? Aber hier, schau mal hier. Was ist denn? Warum hat das jetzt überhaupt nicht funktioniert? Eiersäckle. Eiersäcke. So, was habe ich jetzt davon, dass ich das hier gemacht habe? Weniger Phobie vor Spinnen vielleicht, aber also nicht. Kann ich da rein? Auch nicht. Hängt da vielleicht irgendwas oben? Ja, da hängt er tatsächlich. Humanoid sieht sogar aus. So, und jetzt? Ach ja. Rebellion. Nix. Ja, vielleicht kriegen wir es irgendwie nochmal raus. Vielleicht ist das irgendwie so ein Leben. Irgendwie ist es heute für mich leise. Ah, ich sehe es gerade. Tatsächlich, man kann es verbrennen. Aber was bringt denn das? Halt mal, hi, hi. Da hinten ist noch eins. Und nu? Spiel? Hilf mir? Weiß es nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm, dass wir das jetzt irgendwie nochmal vielleicht machen müssen. Tatsächlich können wir den sogar bewegen. Das sieht auch so besonders aus, ne? Das sind ganz viele von denen.
Levioso. Was könnte man damit machen, die zusammensetzen? Haha. Will ich schon irgendwie rausfinden. Na gut, aber jetzt weiter hier. So, jawohl, hier Extreme Danger. Da also nicht rein. Ins Händchen. Hoppala. Wieder gerüstet. Und eigentlich sind wir auf der falschen Seite. Ja, mit Richard. Mit Richard. Ah. Oh, Gott sei Dank. Das wohlverdiente Wochenende steht vor der Tür, oder? Ah, ich weiß nicht, wann es rauskommt, aber jetzt im Moment ist es so. Und es ist schön. Da oben sind schon wieder Gegner. Ich habe es gesehen. Als habe ich mich gerade schon ablenken lassen. Eine Ablenkung lasse ich zu, aber die zweite jetzt erstmal nicht. Kommen wir da heute nicht mal an. So, dann nehmen wir das noch mit. Das noch mit. Machen wir mal Revelio. Das ist cool. Da oben sind noch Pilze. Brauchen wir das. Also, weiter geht's. Sudale. Ach, hier müssen wir warten. Wahrscheinlich bis es dunkel wird, ne? Naja, dann warten wir halt. Dann warten wir. Hier bin ich. Wie versprochen. Ah ja. So sieht man sich wieder, Richard Jector. Hm. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Nur Ravenclaws würden so weit reisen, um Wissen zu erlangen. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Jetzt reiß sie mal zusammen. Halte nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Und im echten Leben auch nicht. So, Folge checkt. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ah. Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See. Rebellion. Siehst du Steinbrücke? Du wirst schon sehen. War das nicht? Das war sehr hilfreich. Danke. Ah. Aber es war schon so eine Brücke, ne? Die eine Schatzkarte da. Oder was auch immer es war. Gut, können wir jetzt nicht machen. Aber mal, wer atmet da so blöd? Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Hm. Ah ja, mal, ja. Hm. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Das ist ein Ding. Am besten lasse ich dich nun allein. Ach, und jetzt? Einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Dann gehe ich jetzt da. Da gehe ich. Ja, ja. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Mein Gott. Revelio. Hängen die jetzt irgendwie oben, die Spinnen? Oder. Weiß man nicht, ne? Ich muss einfach weitermachen. Ja. Sagst du was? Na ja, hier. Alter Hüpfer. Noch mehr Pilze. Also wenn es den Vögeln noch gut geht, dann... Ach, guck mal dann, die Zentaurin oder was das ist, ne? Noch hier. So. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jector überraschend verlässlich. Und nu? So, bist du jetzt aber laut. Haben wir jetzt gerade die einen Gegner einfach umgangen? Schon, ne? Was ist denn das? Nudelmuff-Sammlung aktiviert. Ach, okay, was? Was kann ich mit euch jetzt machen? Naja. Revelio. Ja, dachte gerade. Egal. Egal, was ich jetzt dachte. Ich dachte, es glitzert schön. Seltsam feierlich, dieser Ort. Na? Hirsche sind so majestätische Wesen. Wo sind jetzt schon wieder Hirsche? Ach, da. So,
So, nochmal ein Teleport-Dings. Da, genau wie Jektor es beschrieben hat. Ah, was ist das? Ach, ist, ja, ja, okay. Das Passwort flüstern. Na, Moment. Warte mal. Ach, das sind wieder bloß PC. Das ist keine Kiste, ne. Ja, dann... Intramuros. Revelio. Hier draußen wird euch niemand hören. Wir sind jetzt schon wieder. Ich wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Jetzt schon wieder. Das war nicht ausweichen. Das war nicht ganz das Ausweichen, was ich machen wollte. So nämlich. Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jektor mich geführt hat. In die Falle erst einmal. Ach, und da ist jetzt das komische Gewirr weg. Okay. Warum war jetzt der Brombeerbusch weg? Warum? Naja. So. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Protego! Oh, 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 hoppala. Incendio. Revelio. Ja. Hey, was ist das? Oh. Also nicht drauflaufen am besten. Sehr schön. Hübsch und sehr, sehr hell. Erschreckend hell. Revelio. Ah, und das ist das erste Mal dieses komische Rätsel, was es in Hogwarts auch gibt, ne? Vielleicht wird es jetzt endlich mal erklärt. So, da unten müssen wir ran. Ist das hell, wenn außen... Wir müssen etwas mit dem Öffnen dieser Tür zu tun haben. Ja, ja. Deswegen auch, ne? Das ist aber nicht das Rätsel. Doch. Okay, so einfach... Alles führen. Überall draufballern, wo man nicht weiterkommt. Das ist das Rätsel. Die Lösung. Naja. So, Lufthauch. Lufthauch. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Revelio. Immer an den Lufthauch denken. Da ist ein Gegner. Lauf. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Na ja, klar, oder? Na? Komm mal her. So kurz? Zauberspruch. Jetzt so eine kurze Reichweite. So. Was ist das? Wo müssen wir hin? Okay. Also jetzt geht ja da und nach da, ne? Eigentlich müssen wir nach da. Ja, dann gehen wir natürlich nicht nach da. Wisst ihr, wie es ist? Oben hängt doch noch was. Was ist denn damit? Wenn ich die jetzt herziehe, nicht, dass wir jetzt das machen müssten, aber... Akio. Tatsächlich. Okay. Ach, und jetzt geht der richtige Kampf erst los. Das ist natürlich jetzt blöd für den Effekt, ne? Akio. Na komm halt her. Akio.
Potato, Sturko. Legiosi. Na, okay, das ist jetzt ganz blöd, so zu kämpfen, ne? Das hab ich jetzt selber eingebrockt. Das habe ich mir richtig blöd eingebrockt jetzt. So ein Mist. Komm, gehen wir jetzt mal rein hier, oder? Lass mich halt am nächsten Mal reinkommen. Incendio. Mhm. Ja, das war jetzt ein bisschen. Das war jetzt ein bisschen. Ne? Level 15. Ah. Oder? Nix. So große Kiste als Belohnung. Ich bin ja mal gespannt. Wo ist das bisher? Ja, das ist ein Abbild meiner Kampfleistung gerade. Die Belohnung des Feiglings. Mein Gott, in der ganz großen Kiste ein normaler Gegenstand in der Brille, die ich eigentlich schon besser hatte. Naja. So. Ach, da geht's auch nicht? Eigentlich? Diese Plattform sollte direkt zu mir schweben können. Ja, aber warum geht man denn nicht da lang? Weil ich nicht da lang rumlaufe. Ich weiß, das ist wieder meine Schuld. Aber warum gibt es jetzt hier noch einen dritten Weg? Gottes Willen. Okay, ihr wollt nicht kämpfen. Gut, gut, gut. Habe ich falsch verstanden. Sorry, Alter. Doch jetzt. So, der schicke Oma. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Ja, Richard. Vielleicht ist das so Richards Weg. Vielleicht ist es das. Akio. Und jetzt? Incendio. Na. Akio. Revelio. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Hm. Hier haben wir das auch. Ich finde es auch cool, dass jetzt die Höhen nicht so den Anschein haben, dass man hier nochmal rein müsste, weil wir noch nicht alle Fähigkeiten haben. Bis jetzt. Und nicht irgendwelche Fähigkeiten halt nötig sind, um wirklich alles zu erforschen. Ich meine, das machen wir halt, das gibt es halt schon relativ oft, ne, sowas, aber... Ist halt gang und gäbe eigentlich schon, ne? Öfter so Plätze zu besuchen. Wieder zugenommen, finde ich. Irgendwie wieder zugenommen. Oh, da ist noch einer. Gar nicht bemerkt. Hat wieder zugenommen. Früher war das Backtracking, also ganz noch ein Rätsel. Gang und gäbe. Nun, wenn Jackdaw es lösen konnte, kann ich das auch. Dann wollte es keiner mehr machen. Was auch richtig ist, was ja langweilig ist wie Sau. Und jetzt fängt es wieder irgendwie an. Es fängt nicht an, es ist schon längst. Sondern ich habe jetzt irgendwie die Orientierung verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben wir uns durchgezwängt, da haben wir gekämpft. Dann habe ich doch da... Nee, ist richtig. Nee, dann habe ich jetzt bin ich wieder dabei. Bin wieder am Start. Dann passt es. Das war bloß die andere Richtung, die mich jetzt verwirrt hat. Es passt. Ja, ist in Ordnung. So. Ja, was soll man denn anders machen, außer drei von den Dingern hier abschießen? Wo ist es wieder? Achso. Bemerkenswert. Also.
Das ist elfisches, ne? Revelio. Aha, ich sehe schon. Das kann ich dich da nicht ne? attackieren, wenn sie doch tatsächlich da sind. Keine Chance. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Jetzt wird er noch gedisst, obwohl er tot ist. Jo, mach halt. Ist eigentlich mein Ding. Ich glaube, der hat langsam gemerkt, in welche Richtung wir gehen. Geht das? Ja. Und da sind wir ja abgebogen, ne? Richtig. Also im Flug können wir nicht zaubern. Also im Sprung. Luke weiß ich nicht. Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. Hey, geht alle weg. Akio. Da und da. Das dröselt sich jetzt aber auf. Oh. Nee, alles gut. Das dröselt sich aber jetzt richtig auf. Incendio. Incendio. Hoppala. Entschuldigung. Das erste Mal heute. Akio. Incendio. Schwabbelkram. Das sind auch wieder kleine Spinnen. Oh Gott, sind das alles wieder. Ja. So sieht's aus. Das ist aber viel jetzt. Okay, so viel waren es am Ende doch wieder nicht. Zu weit weg. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Sind wir jetzt schon richtig? Ich hab gedacht, wir sind jetzt... Akio. Incendio. Ich hab gedacht, wir sind jetzt so einen Nebengang gegangen. Was sieht denn jetzt da nach dem richtigen Weg aus? Mein Gott! Nochmal zurück. Das kann ich... Das ist halt wirklich schlimm für mich, ne? Immer alles aufdröseln in verschiedenen Wegen und dann denkst du da, Mensch... Akio. Wo müssen wir denn eigentlich hin, um alles zu sehen? Das ist halt überhaupt nicht eindeutig, wo wir hin müssen. Okay. Ich dachte, er schießt.
Hat er ja auch, aber es hat nichts gebracht. Okay. So, zu weit weg. Jesus. Da wäre man gerade durchgekommen, richtig? Da ist noch irgendwas. Okay, der hängt fest. War da gerade durchgekommen? Was ist das? Nee, das ist bloß ein... Kann man bloß gucken. Okay. Rebellion. Ich bin froh, dass Richard Jector mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Weiß es nicht, Leute. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Das sieht mir jetzt zu ähnlich aus. Doch, wir kommen der Sache näher, aber es sieht zu ähnlich aus zu allen anderen Sachen, die wir gerade schon hatten. Mein Gott, gibt's da viel. Hey. War gar nicht. Revelio. Akio. Ich weiß nicht, was er da immer macht. Revelio. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, oh, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Mhm. Füllen unsere Tränke auf. Aber wir sind voll. Jetzt müssen wir da nochmal rein. Hilft nichts. Also, wir... den werde ich wahrscheinlich zerstören müssen. Dann haben wir hier. Oh. Natürlich um einige. Warum haben wir das? Warum haben wir das dann überhaupt? Warum kommt das denn so spät im Spiel und ist dann so schlecht? Komisch, ne? Also die ist gut. Die nehmen wir halt. Da 29, 34, 21 kommt die. Können wir stören? Auch? Da müssen wir gleich die Erscheinung nochmal ändern. Natürlich. Achso, da können wir auch die machen. Ah! Ja, Batman spielen wir nicht. So, dann hier einmal 30 zu 26. Das ist jetzt nicht so der Hammer. Aber ist ja auch nicht viel. Ach komm, ich überleg's mir. Dann haben wir hier einmal den blauen. 26 natürlich. Dann nehmen wir den auf jeden Fall. 18, komm. Ja? Den da raus. Ja. Oh. Mal einen schönen Mantel, den will ich aber nicht. 25, ja gut. 25, 33. Also der kommt weg. Passt noch so, glaube ich. Und da haben wir nichts Neues. Keine Ahnung. Und von den Dingern nehmen die auch Platz weg, aber da haben wir noch genug. Hey Leute, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, also weiter geht's noch. Ne? Was zu trinken? Das ist nicht weiter. Das ist endlich mal wieder kühler demnächst, ne? Oh Gott. So, können wir da jetzt nochmal suchen? Jetzt haben wir den Astraler Mosaikumhang. Den haben wir jetzt. Den können wir jetzt mal reingucken. Wo ist er? So astral, der ist gar nicht so gut. Meine Fresse ist da nicht gut. Okay. Ja.
Es sieht jetzt so aus wie das letzte Auffrischen vor einem großen Gefecht, aber ich merke gerade, hier geht's ja gar nicht weiter. Hier ist er zu. Geht's denn dann lang? Runter. Speicher mal heute mal ausnahmsweise nochmal ab, oder? Also ausnahmsweise gehen wir nochmal ins Menü. Ausnahmsweise kann man nochmal hier rumklicken. Auch wurscht. Da. Mein Gott. Ich sag mal so, eigentlich können wir heute keine Pause machen, ne? Oh, ein bisschen tief. Leute, um den Spannungsbogen, glaube ich, müssten wir den heute noch erhalten. Jetzt geh halt einfach tot, oder? Da unten ist dann noch ein bisschen was zum Aufraffeln. Ich bin mal kurz davor reinzulaufen, weil ich sehen will, was passiert. Aber ich meine, was soll jetzt passieren, ne? Entweder nix oder halt Stacheln. Die beiden Möglichkeiten hätte man dann zur Auswahl. Ja, und es ist im Hinterkopf, habe ich halt noch diesen anderen Weg jetzt, den wir nicht genommen haben, den wir angefangen haben zu nehmen. So, und da ist ganz viel Platz für Raubereien. Und da ist wieder so ein Abgang, wo man nicht mehr zurückkommt. Es ist halt immer das Gleiche. Aber das ist nicht schlimm, aber ich weiß schon wieder, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Da ist sie, die Brücke. So. Sie ist fast fertig. Naja, also, oder? Dann gucken wir mal, was wir noch tun müssen dafür, dass die Brücke ja mal ein bisschen fertig wird, oder? Sie können Richard Jackdaw nicht enthauptet haben. Es geht nicht. Das stimmt. Protego, Stufo, Levioso, Accio. Sag mal, geht irgendwie gerade was nicht? Incendio. Das ging die ganze Zeit nicht. Ich habe zwar ja richtig gedrückt, aber irgendwie ging es halt nicht. Protego. Levioso. Incendio. Accio. Oh ja. Jetzt. Geh mal aufs Maul. Jawoll. Ist halt einfach schon mal hier was machen. Geht bei dem dicken Oschis nicht, okay? Da nehmen wir halt einfach die Kleinen dafür, dass man die Stufe holen können. Heben uns die Kleinen auf, da kann man wenigstens die betäuben, ne? Dann nehmen wir auch mal das, oder? Alter, Heinrich. Bist du deppert? Hast du dich gerade zerquetscht? Du vorher klein gezaubert? So, wohin? Mach's gut, Monster. Seit Jackdaw hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Revelio. Hab gerade gemerkt, wir könnten ja noch unsere Kraft nehmen. Das wäre bei diesen Dicken wahrscheinlich auch angebracht. Dadurch, dass wir eh bloß dauernd voll sind von dieser komischen Magie, nehmen wir sie halt jetzt. Naja, ein bisschen Druck ablassen. Hoppla. Hoppla. So, genau. Brücke ist oben. Wird man nicht loben. Ah, da müssen wir schnell sein, ne? Kann man das von oben aktivieren? Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Also, Entschuldigung, empfinde ich bloß ich das? Also, das ist ein bisschen... Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Arg ist? Also, den noch in Rot noch. Ein bisschen, ne? Okay, dann ist es anders. Dann müssen wir erst da unten, dann die beiden. Kriegen wir die irgendwie in... Oh, mit einem Läufer. Und da hinten steht jemand. Ich glaube, der hat ein großes leuchtendes Schwert. Vielleicht war es aber auch... Oh, Spiel, bitte mach mit. Vielleicht war es aber auch bloß so eine optische Täuschung. Auf jeden Fall stand da jemand. Wir haben schon lange keine Ritterspiele hier mehr gemacht, fällt mir auf. Und die Ritterspiele gab es ja immer, wenn wir uns diesen einen komischen... Jackdaws Überreste herankommen. ...alten magischen Sachen genährt haben. Alter, Klappe, Heinrich, Mensch.
Ja, natürlich hat er wieder eine Waffe in der Hand. Ich sehe schon. Komm, das zweite Mal heute. Das ist eine Premiere. Das zweite Mal speichern. Ich meine, zeitlich geht's noch, sage ich immer, bevor es ausartet. Also gut, Leute, dann machen wir halt hier. Ey, ohne Mist, was ist denn das hier? Harry Potter, dachte ich. Was ist denn das dauernd mit den Rittern? Wo kommen die jetzt? Ach, stimmt doch, das sind auch dauernd irgendwo hier Ritterrüstungen. Naja. Ja, Kollegen, ne? Ist ja der Name Heinrich, richtig? Sieh mal an. Richard Jector. Da ist er. Schade. Diese Splitter sind wohl die Überreste von Ollivanders Zauberstab. Splitter? Jetzt kann ich die Seiten nehmen. So, ich loote schon mal ein bisschen Leute, ne? Hab da nichts dagegen, oder? Leute? Die drei da hinten, die stehen ein bisschen krasser da. Das sind die Main-Dudes, die Main-Bodybuilder. Die anderen sind bloß diese kleinen, die bloß immer von, was weiß ich, von Winter, wenn Weihnachten vorbei ist, bis halbwegs warm wird, bis April wahrscheinlich maximal, ein bisschen, ne? Bisschen flexen und die da hinten, die ziehen sich das ganze Jahr durch. So, aber wo ist jetzt der Stab? Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jector. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Oh, geht schon los? Natürlich geht schon los. Was für eine Frage. Oh, man kann sie gegeneinander schleifen, das ist ja der Hammer. Was soll das? Expelliarmus sollte euch entwaffnen. Ja, ja, das habe ich vergessen, dass ich das habe. Ich weiß, ich habe es die ganze Zeit vergessen und dachte mir, ach ja, warum ja nicht? Wir spinnen. Na? Aber euch würde ich dann doch vielleicht doch gerne. Ja, genau das. Ah, oh, das ist ja ein cooler Move. Das ist ja krass. Stimmt's wohl. So, erster ist schon wieder lang. Weißt du was? So nehme ich. So, in den Rücken fallen. So mag ich das. Was ist denn jetzt hier eigentlich mit den Bruchstücken? Ne? Das sind keine Bruchstücke mehr, ne? Oh. Das ist unheimlich. Was war denn das? War schon so. Das ist wieder so ein Portal mit diesen komischen hier Fildefans, den wir halt so jetzt finden. Das habe ich schon mal gesehen. Ja, genau dem. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. So nämlich. Ja, genau. Deswegen kann man eh nicht weiter. Naja. So, wie sieht's aus? 38, jawohl. Wo bin ich? Oh nein. Der Raum wird ja geflutet. Wie geflutet? Welcher Raum wird denn geflutet? Achso, jetzt. Okay. Der Trigger kam ein bisschen schlecht. Okay. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Das brauchen wir auch, wenn wir hier in den See tauchen müssen. Würden wir das schon längst machen? Und ich habe bloß kann gedacht, nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier rausgefunden habe. Oh, das hätte ich jetzt aber nicht vermutet. Und jetzt? Ach, wieder diese. Oh, drei Zeichen. Mhm. Wo bin ich hier? Ach, Heinrich. Ich kann es doch nicht sagen. Hast du schon gefragt? Revelio. Nicht immer gleich in die Mitte laufen am besten. Weil dann da kommen immer die Bosse dann runter. Ne? Deswegen erstmal außenrum gucken. Ein bisschen Terrain. Bisschen Terrain. Erkunden. Ne? Vielleicht noch irgendein Luden und dann geht's los. Hm.
Hässlich. Ach, das sind die sein? Vier, ne? Kann das sein? Jetzt haben wir aber bloß einen. Raytracing, Leute. Percival. Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfingen. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ja. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Sag mal, jetzt du alter Sack, ne? Du spielst eh bloß aus dem Bild. Was willst du eigentlich? Meine Fresse, du ey. Weißt du, ja, schließen Sie ein Abo ab, dann können wir mal miteinander reden. So. Nee, ich will nicht das Buch. Wie sind Sie sehr, sehr blöde? Entschuldigung. Na gut. Also. Ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Ey, ohne Mist jetzt, ne? Deine Verbindung zur alten Magie hat Talente. Freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zauber gerade erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du in Talent. Jetzt geht's los mit den Talenten. Aua! Aufgeregt. Hab mich angehauen. So. Ab Stufe 5 hast du Talentpunkte verdient. So, sagt dann auch jetzt jeder erst. Was sind wir ja? 15? Du kannst Talentpunkte nach Belieben ausgeben, um deine Zauber zu verwenden, deine Kampfkraft zu. Wie wissen das? Kehr regelmäßig hin zum. So. Machen wir am Ende. Machen wir jetzt nämlich nicht. Machen wir nicht. So, lass mich in Ruhe. So, wie komme ich jetzt hier wieder schnell hin und wieder schnell zurück? Ah ja. Du, alte Wursthaut, du alte, ne? Bratwurst. Kann ja wohl nicht wahr sein. Erst zu tun, ja, hört mich aber. Dass da jemand endlich mal das Rätsel gelöst hat. Mensch, da haben wir jetzt ja 1000 gewartet. Hast du das Buch dabei? Ich sag nur. Bin schon wieder auf 100. Bisschen Puls. So, wo kommen wir jetzt hin? Ey, aber diese Selbstverständlichkeit, weißt du? Hast du nicht gewusst, dass du... Ich habe die Seiten und die Kartenkammer gefunden. Na? Was soll ich mit dem Buch? Eben. Ja, Heinrich, da sind wir genau beieinander. So, bevor ich mich in Rage rede. Also, jetzt sind wir da. Wie haben wir das jetzt gemacht? Teleport halt. So. Wo kommen wir raus? Hier kommen wir raus. Kartenkammer. Ah. Hier, irgendwo da. Guck jetzt bloß nochmal, wo wir wirklich rauskommen. Den Rest machen wir nächste Folge. Urich. Aha. Ja, komm, nächste Folge machen wir den. Jetzt gucken wir uns den Klumbatsch hier nochmal kurz an. Talente. Der talentfreie Heinrich. Zaubersprüche. Nichts drücken am besten. Sendio. Esselt einen Ring aus Feuer um mich. Oh, das ist natürlich krass. Akio, Gegner näher einer beschwörten Teils werden ebenfalls zu dir gezogen. Achso, andere noch. Und Levioso werden auch mehrere. Und was ist denn, was kann man da weitermachen? Ja gut, das muss ich mir mal genau. Dunkle Künste. Da sehe ich den Heinrich. Schockfluch. Stupo hat auf den Gegnern denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Ja. Entwaffnung. Verfluchte Gegner erhöhten. Blutfluch. Wenn einem verfluchten Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Rückstoß. Wo ist denn die richtig krassen? Verlangsamung. Lucio. So.
Okay, ein Gegner mit Größe verflucht, setzt ein Geschoss frei, das ein Gegner in der Nähe verflucht. Okay. Imperio Beherrschung. Imperio Kontrolle verliert ein Ziel mit jedem Erfolg. Was? Eine Gegner unter deiner Imperio Kontrolle verflucht andere Ziele mit jedem erfolgreichen Angriff. Ich habe gedacht, die kämpfen dann für mich, hätte ich jetzt vermutet, ehrlich gesagt. Ah, okay, ein bisschen. Andauernder Fluch. Und da oben die richtig schönen. Avada Kedavra. Jetzt den einfach weg. Und da? Fluch Sapeur. Haupttalente. Alte Magie. Und so weiter. Schleichen. Na, also das, da gebe ich bestimmt nichts aus. Also ohne Mist. Also so spiele ich nicht. Also so könnte ich vielleicht spielen, aber nee. Und dann noch hier. Die Tränke-Sache. Nee, was ist da oben? Fokus-Dauer. Die Dauer. Nee, komm. Also das. Oh, das ist auch schön illustriert, ne? Also die Karten so Tarotkartenmäßig richtig schön illustriert. Bis auf das, das ist nicht so cool. Aber das ist schon cool. Da, ich sehe mich eher da. So ein bisschen. Was ist ganz oben so? Verwandlungsbörse muss der Verwandlungsbörse gegen explosive Objekte. Boah, weiß ich nicht. Muss ich mich belesen. Ich glaube hier das Flammen ist ganz cool nochmal. Das ist außenrum so. Und ansonsten würde ich sagen, wir gucken, dass wir in die Richtung gehen. Also da den Stupor wahrscheinlich muss Arresto Momentum wirken können. Wo ist denn... Wo ist denn der? Was ist das? Guck ich dann. Müssen wir da mal gucken. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich gerade. So Leute, wie immer, die Ausrüstung am Ende nochmal angucken. Können wir nicht machen. Und hier können wir nicht machen. Nicht identifiziert. Der Raum der Wünsche. Ist es da, wo wir gerade wo wir den alten Sakrat kennengelernt haben? Na gut, von mir aus. Okay, diesmal wieder eine lange Folge, wie wir es auch immer gewohnt waren am Anfang. Wenn ihr bisher durchgehalten habt, vielen Dank fürs Zugucken. Jetzt nimmt es dann ganze Ding Fahrt auf. Und ich habe noch nicht mal den beißenden Kohl angesetzt. Mensch, Hardway. Vielen Dank fürs Zugucken. Nächstes Mal, Servus.